Was geht YouTube und willkommen hier bei eurem Alpha Chief. Heute wieder in Halo Wars 2 Blitzpakete auspacken, Review zeigen, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Die zweite. Ja, im letzten Video habe ich euch gezeigt, was ich bis jetzt rausbekommen habe aus den Paketen. Ich weiß, es ist jetzt nicht so viel Randommäßiges wahrscheinlich mit drin, weil das halt DLC-Pakete waren, die ich habe nie ausgepackt. Tuten. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz habe ich vielleicht doch den einen oder anderen mit dabei, der vielleicht random ist. Und daher, weil das Video sonst den Rahmen gesprengt hätte, weil ich 86 Pakete zum Auspacken habe, habe ich mir gedacht, splitte ich das jetzt und wir machen heute mit Teil 2 weiter. Und wir schauen jetzt, was ich so lange seit dem, scheinbar auch des Erscheinen der DLCs, Erweiterungen von Charakteren, die dazugekommen sind, Pakete, die seit Jahren bei mir schlummerten, was ich da rausbekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher. Werde jetzt auch nicht in meinem Archiv suchen. Aber es ist schon interessant, was da drin ist und halt so Unterschieden wie zum Beispiel Halo 5 Guardians, wo man auch Pakete hatte. Aber gut, ihr da draußen, ihr seid ja die Experten. Schreibt das bitte in den Kommentaren und ich bin mal gespannt, was ich da jetzt noch zum Auspacken habe, weil das Beste kommt eher Richtung zum Schluss. Wir sind jetzt bei Commander Jerome. Schau mal, was Commander Jerome für Sachen hat in seinem Paket. Der gute Spartan. Das heißt hier, hat er schon mal einen Mastodon. Die Fahrzeuge in Halo Wars 2, die hätte ich auch gerne mal wirklich in einer normalen Kampagne oder so in einem Halo-Spiel gehabt. Weil ich meine, sind schon geile Sachen. Wieder ein Mastodon. Veteranen-Scharfschütze, ja, holy moly, das ist ja mal ein richtiges Ding, ey. Ständiger Beschuss. Team Omega. Ruft zufällig einen der drei Spartans aus dem Omega-Team in den Kampf. Alter, das sieht mal fett aus. Serena hat zum Beispiel nichts, was goldfarben war. Komm weiter. Hau weg, Mastodon. Spartan-Moral erhöht für kurze Zeit enorm effektiv von Sammeln auf dem Schlachtfeld. Cool. Ständiger Beschuss. Bombardiert das Zielgebiet mit Trümmern von einem zerstörten Verbandenschiff. Schocktrupp Nightingale. Letztes Gefecht. Zwei Aufspürer unterstützen. Okay. Und da haben wir wieder Team Omega. Oh, das war nicht geplant. Oh shit. Da war ich jetzt zu schnell. Egal, packen wir das aus. Okay, Blisterpack, das kennen wir ja schon. Kryo-Detonator, das ist mal was für Serena. Bessere Optik? Erhöht die Sicht und Waffenreichweite aller verbündeten Einheiten auf dem Schlachtfeld. Okay, das sieht fett aus. Von Professor Anders. Höllenbringer-Veteran von Kinsano. Okay. Scarab-Überfall. Setzen Sie kurzzeitig die Scarab-Super-Einheiten ein. Okay, das sind schöne Karten. Aber ich wollte nicht dahin. Ich wollte hierhin. War zu schnell. So, Veteranen-Scharfschütze. Immer noch. Der beständige Beschuss. Ah, Siegergeschütz. Zu kurzer Zeit ein Geschütz mit Sammeln ab und Verbündete zu motivieren. Cool. Und wieder Omega. Cool, man kann einfach so switchen. So, bam. Mastodon. Mastodon. Der beständige Beschuss. Beständige Beschuss nochmal. Ich habe jetzt irgendwie nochmal vielleicht so Team Omega erwartet. Batz. Batz. Ah, wo sind die? Na. Okay, war das nicht dasselbe wie vorhin? Okay. War jetzt nicht so weltbringend. Was haben wir hier? Gebieter-DLC. Die Gebieter. Ich liebe den Gebieter. Ah, das war von dem Gebieter sogar. Der Phantom. Das war von den Verbannten. Noch ein Phantom. Plasma-Bolzen. Kommandokette des Zorns erhöht den Schaden, Heilung und Tempo des Ziels. Der Einsatz anderer Karten erhöht die Dauer. Massentarnung. Verbündete Einheiten erhalten Abzapfen und Tarnung und ihr Tempo wird erhöht. Was hat denn der Gebieter denn für schöne Spielzeuge? Na, schauen wir mal weiter. Elitevollstrecker. Elitevollstrecker. Der Plasma-Bolzen. Streunende Grunts, also Tarnung. Und Plasma-Wolken. Ah, Gebieter, enttäuscht mich nicht. Enttäuscht mich nicht. Wir haben aber was schön Goldenes, komm.
Strecker. Dritte. Vierte. Stasis. Hält Einheiten in einem Stasisfeld gefangen. Diese können keine Zone erobern. Okay. Ich habe jetzt so gehofft, so schnell. Es wäre jetzt geil gewesen, wenn so ein Fünfte nochmal gekommen wäre. Hätte ich dann. Ein Street Flush? Ich weiß es nicht. Ein bisschen pokermäßig, weiß ich. Phantom? Ah. Mhm. Wieder die Stasis? Ich glaube, es wird nichts mit Goldfarben jetzt hier. Wird das hier ein Teil 3 Video noch geben? Okay. Okay. Der Gebieter! Der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Junge! Artwork sieht wirklich gut aus. Gefällt mir. Ups, jetzt bin ich auch wieder zu weit. Oh, guck mal, sind nur 55. So, wir sind bei Johnson, dein Kolonie. Boah. Hopp, das wird noch ein bisschen. Guck mal, was der Sergeant Johnson Avery. Eigentlich Sergeant Avery Johnson, aber egal. Die Mantis. Veteran Mantis. Mech-Überlastung. Lagerungsgeschütz. Lagerungsgeschütz. Ja. Avery, da geht doch bestimmt noch mehr, ne? Komm, zack. 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 Bunkerabwurf. Bunkerabwurf. Mech-Überlastung. Ah, holy moly, es geht noch mehr. Bruder, es geht noch mehr. Das spüre ich doch. Mantis. 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 Veteranen-Mantis. Veteranen-Mantis. Digga. Muss ich hier Poker spielen? Kolossus. Klingt gut. Mantis. Map EMP-Feuer. Fühlt völlig Fahrzeugen und Lufteinheiten Schaden zu und lebt sie für kurze Zeit. Mhm. Okay, ich glaube, die war jetzt auch neu. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Die letzte. Kolossus. Mantis. Mantis. Ladungsgeschütz. Oh, oh. Sergeant Johnson. Hm. Aber ich glaube, das war nicht random. Aber das ist geil. Johnson. Einer meiner Lieblingsfavoriten. So, Kolonie-DLC. Was sollen die denn sein nochmal? Goliath. Das sind also Jäger-Entwicklungen. Goliath. Lebende Barriere. Ein Legolo-Mauer, um Feindbewegungen zu unterbinden. Ah, okay. Letztes Gefecht. Jäger-Captain. Alter, sieht der bitter aus. Junge, sieht der böse aus. Goliath. Geschundene Jäger. Pirschermeute. Bände. Demon Barriere. Da ist er wieder. Ist ja auch ein böses Viech, ne? Goliath. Jäger wieder. Fahrzeug Symbiont. Okay, Cialocus. Und schon wieder. Dass die Würmer so krass sind, ne? Von den Jägern. Dritte Goliath. Oder vierte? Ich weiß es nicht. Pischermeute. Nee, hat er einmal was anderes. Drei Goliath. Okay. Letztes von den Goliath. Ach, von Goliath, von der Kolonie. Schon der Jäger. Zweite Jäger. Ah, okay. Und? Okay, lebende Barriere. Gut, hab jetzt auch nichts weiter erwartet. Jetzt sind wir hier. Sonst noch vier blaue haben wir noch. Ob ich so fies bin, das nochmal hier. Nochmal Katte. Ah, vielleicht ja. Flammenwarthog. Flammenhawk. Flammenwarthog. Höllenbringer-Veteran. Und Inferno.
nette Sachen. Flammenwarthog. Flammenwarthog. Flammenhawk. Flammenhawk. Napalmraketen. Okay. Die Dame ist das Feuer. Serena das Eis. Flammenwarthog. Helmbringer-Veteran. Helmbringer-Veteran. Inferno. Kinsanos Cyclops. Alter, was für riesige, fette Max, die unterwegs sind. Aber in Halo Game sehe ich das nie. Außer mal eine Mantis. Flammenwarthog. Flammenwarthog. Flammenhawk. Flammenhawk. Höllenspringer-Veteran. Oder Höllenbringer. So rum, nicht Höllenspringer. So. Das letzte wahrscheinlich. Eins. Zwei. Höllenritt. Will ich wieder Schaden der Zieleinheiten. Einheiten explodieren beim Tod. Böse. Böse. So, jetzt sind wir bei Forge. Oh, der war auch ein geiler Charakter. Vorhut, Kodiak. Grizzly. Ich liebe die Grizzlies. Pelican Transporter. Ah, reaktive Marines. Oh, mir zu weit. Sind ja nur noch 39. Guck mal, so eine Zwischenbilanz. Machen wir weiter. Oh, das wird ein langes Video. Grizzly. Pelican Transporter. Pelican Transporter. Schwermetall, gewählt ausgewählt für Windpanzerungsbonus, aber verringert dafür auch die Geschwindigkeit. Und Forges Warthog, ja. Halo Wars 1 erfuhr immer einen Warthog. Schick. Mach die Luke auf. Grizzly. Kodiak. Grizzly. Grizzly. Streubombe. Zwei. Krass. Grizzly. Grizzly. Kodiak. Was? Wrackbergung. Markieren Sie Ihre mechanischen Einheit, um sie nach der Zerstörung in der Basis erneut loszuschicken. Okay, klingt gut. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Letzte Paket von Forge. Grizzly. Grizzly. Ford Kodiak. Transporter. Transporter. Gut. Sind wir bei Decimus? Habe ich auch nur eins. Sprungbrut. Grunts. Hammerschlag. Blutgünstige Grunts. Unendliche Zorn. Machen Sie alle Einheiten wütend, wodurch sie mehr Schaden verursachen und schneller werden. Okay. Upsala. Jetzt haben wir nur noch Cutter und dann kommt der ganze Rest. Ganze Spaß. Nice. Helmbringer. Marines. OASTs. Werfen Sie Landungskapseln ab, die nach dem Aufprall OAST-Infanterie freigeben. Schocktruppen Hornet. Luftunterstützung, Pelican, Kanonenboote umkreisen ein Zielgebiet und fügen schweren Schaden zu. Boah, das klingt aber auch. Oh, böse. Oh! Bin ich ja schon durch? Ja, ich würde dann sagen, liebe Freunde der guten Unterhaltung, das lasse ich mir jetzt auch noch zum Schluss. Ja, wir machen einen Dreiteiler jetzt raus. Und, bin da mal gespannt, was jetzt in dem Besonderen rauskommt. Aber dann lasse ich euch auch wieder mal ein bisschen zappeln. Wem es bis jetzt gefallen hat, der kann gerne einen Kommentar schreiben. Alle eure Halo Wars Fachwissen raushauen in den Kommentaren. Und natürlich, wer Bock hat, gerne in die Beschreibung schauen. Link zu Discord ist auch noch dabei. Da können wir uns auch gerne unterhalten. Da gibt es nämlich einen Halo-Bereich. Darüber können wir schnacken, zusammen zocken, was auch immer. Einfach rein damit, einfach mal besuchen und ich freue mich dann auf die nächste Folge von Halo Wars 2 Blitzpakete Argon Boxing
Pack aus, Review zeigen, was der Geier auch, ist egal, nächstes Mal geht's weiter. Dann kommen wir zum Schluss. Mein Gott, so lange hatte ich noch nie ein Paket jetzt, oder wie auch immer. So, ich bin Mac, euer Alpha Chief, also haut rein!